Sonntagnachmittag, den 2.10.2022, fand das Spiel der 11. Runde der 2. Liga Süd Askö-Quarkisch-Rottenturm gegen SV Eberau statt. Da der Sportplatz durch den andauernden Regen gelitten hatte, spielte heute nur die Kampfmannschaft. Zum Spiel sind ca. 150 Zuseher gekommen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Sevik Faruk und seinem Assistenten Soran Radonic geleitet. Beide Mannschaften sind auf stabilen Plätzen in der Tabelle. Trotzdem ist das Spiel sehr interessant. Obwohl in der ersten Halbzeit keine Tore fallen, gab es doch einige Chancen wie diese. Nach einem Foul kommt ein Freistoß. Aber Skriba traf nur die Stange. Doleschal erobert den Ball, vorbei an zwei Gegnern. Langer Pass wurde vom Bock abgebremst. Torwart, Schuss und wieder Stange. Eckball. Badic abgewehrt. Eine sehr gute Reaktion des Rottenturmer Tormanns Hettlinger. Die erste Halbzeit endet torlos. Aber eines ist sicher: Die zweite Halbzeit ist noch spannender. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Weinkost und Wanderung zum Nationalfeiertag in Rottenturm. Am Samstag, den 29. Oktober 2022, heißt es wieder Wandern in Rottenturm. Eine Labestation ist am Güterweg Rau eingerichtet. Start ist um 14 Uhr am Sportplatz. Die Weinkost findet dann am Sonntag statt, im Rahmen des Meisterschaftsspiels. Willkommen zu einer spannenden zweiten Halbzeit des Spiels Askö-Quarkisch-Rottenturm gegen den SV Eberau. Die Pause nutzte der Obmann des Askö-Rottenturm, um das Spielfeld ein wenig auszubessern. Foul? Da bekam Josef Engelmeier seine erste gelbe Karte in diesem Spiel. Bei diesem Zusammenstoß zog Patrick Hermer den Kürzeren und bekommt eine gelbe Karte. Auch bei diesem Zusammenstoß gab es Gelb. Horvath, ein schöner langer Pass zu Doleschal. Vorbei zwischen zwei Gegenspieler. Gibt weiter zu Baller. Und Tor! 1:0 für Rottenturm. Ein gutes Zusammenspiel, ein schönes Tor. Rottenturm geht in der 60. Spielminute in Führung. Torschütze Adam Baller. Freistoß. Gergo wehrt mit dem Kopfball ab. Horvath läuft nach. Foul. Das müssen wir uns noch einmal anschauen. Horvath läuft den Ball nach. Da kommt Engelmeier. Und das ist ganz klar gestreckter Fuß. Das hat sicher wehgetan. Zur Erinnerung, Engelmeier hat schon eine gelbe Karte. Was macht der Schiedsrichter? Der gibt wieder gelb und dann rot. Josef Engelmeier muss das Spielfeld verlassen. Das heißt, es wird für Eberau noch schwieriger, mit 10 Mann den Ausgleich oder mehr zu erreichen. Gröller. Gergö. Verliert den Ball an Draxler. Pur erobert ihn wieder. Gibt weiter zu Gergö. Wieder zu Pur. Baller. Und Tor. Ein schönes Zusammenspiel und Baller hat noch Zeit, sich umzudrehen, den Ball zu positionieren und schoss präzise ins lange Eck. Rottenturm baut seinen Vorsprung auf 2:0 in der 71. Spielminute aus. Torschütze ist wieder der Spieler mit der Nummer 9,
Adam Baller. In der 72. Spielminute das 2:0 für den ASK Rottur. Torschütze mit der Nummer 7, Alex Bullock. Ballock kämpft sich durch zwei Gegenspieler. Gibt weiter an Horvath. Baller. Horvath und Tor. Obwohl der Tormann mit den Fingerspitzen den von Baller geschossenen Ball abwehren konnte, hatte er aber keine Chance beim Schuss von Horvath, der die Situation richtig erkannte und in die Mitte des Tores schoss. 3:0 in der 90. Spielminute. Torschütze Bendigus Horvath. In der 90. Spielminute das 3:0 für den ASK Korkenschottur. Torschütze, unsere Nummer 10, Adam Horvath. Nach 4 Minuten Nachspielzeit wendet der Schiedsrichter das Spiel zwischen dem ASK Korkisch Rottenturm gegen den SV Eberau mit einem Endergebnis von 3:0.